So, Servus zurück. Wir sind jetzt gerade in der Mora-Anstalt, in der Heilanstalt und sind auf der Suche nach Aaron. Unser Weg führte uns jetzt hier in die Gefängnisabteilung und deswegen werden wir jetzt da weitermachen. Ist ein Fokuspunkt. Den habe ich mir allerdings schon geholt, leider muss ich euch sagen. Ich habe das. Das ist jetzt die zweite Aufnahme, weil ich schauen wollte, ob ich das nicht irgendwie oben besser hinkriege. Deswegen habe ich den schon genommen. Wurde Aaron tatsächlich hier festgehalten? Ich muss alle Zellen überprüfen. Natürlich musst du alle Zellen überprüfen. So. Jede Abteilung hat hier seine eigenen Gegner. Hier sind es diese übersinnlichen Wesen. Beziehungsweise übersinnlich sind sie ja nicht, aber diese Wesen. Ja. Achso, das habe ich schon. Okay. Die hier gefangen waren. Sowas noch nie. Nein. Was machst du denn? Jetzt müssen wir aufpassen. Das hier war da gerade eine Ölpfütze. Damit können wir die Kreaturen. Jetzt geht's. Jetzt müssen wir mal darüber. Damit können wir einmal die nicht nur einmal Licht machen, sondern einmal auch die Kreaturen vertreiben. Denn diese Kreaturen, die hier unten jetzt hausen, diese Wesen, sind lichtscheu und geräuschempfindlich. Das heißt, wenn wir jetzt hier Krach machen, dann haben die uns auf dem Radar. Und das Blöde an der Sache ist, dass wir diese Wesen nicht abwehren können. Das heißt, wenn die uns erwischen, dann sind wir tot. Das war richtig tot. Weil gegen die gibt es nur entweder Licht anschalten, um sie zu vertreiben. Oder. Ja, klar. Das war ja wieder klar. Jetzt haben wir natürlich wieder eine Vase und noch eine Vase umgekippt. Ich starte gleich neu. Aber ich kann jetzt euch mal zeigen, was dann passiert, was sie mit uns macht. Seht schon. Also der ist da oben. Sie fangen uns richtig an zu suchen. Haben diese Leuchtaugen. Und es kann dann echt hässlich werden. Auch einer. Das Traurige oder das, ja, eigentlich das Traurige ist, dass diese Wesen mal menschlich waren, aber die Urkraft sie in diese Wesen verwandelt hat. Da kommt jetzt einer. Hi! Ich müsste jetzt eigentlich. Entweder, wie gesagt, entweder will ich dann machen oder. Wie bin ich denn hier? Ich könnte auch das hier machen: diese Ölpfützen anzünden oder. Wo sind sie denn? Ich könnte jetzt auch. Wo ist da einer? Ach, da. Ja. Ich wollte es euch nur mal zeigen, was passiert. Deswegen so.
Deswegen versuche ich hier auch so leise wie möglich durchzuschleichen. Jetzt sind wir natürlich wieder da, wo wir aus dem Schacht gekommen sind. Jetzt ist natürlich auch der Aufzug wieder hier. Den entriegel ich jetzt bloß, mit dem fahren wir jetzt nicht mehr. Klick. Ich habe schon einige Kerker gesehen, aber sowas noch nie. Ja, aber da war doch noch irgendwo sowas. Ach, da! Ich muss von der anderen Seite hin. Das habe ich die ganze Zeit gesucht. Ich habe nicht gefunden. Ich möchte natürlich auch das eine oder andere noch mitnehmen. Ja, geht schon. Und wo? Jetzt hör doch auf! Und wo genau war das? Nicht so viel stehen bleiben, so lang stehen bleiben. So, hier unten sind wir einigermaßen safe. Zumindest was dieser Gang angeht. Da ist Schnucki. Da warten wir noch kurz, wo er, dass der weg ist. Mal eine Vase, die müssen wir jetzt vorsichtig mit dem Fuß zur Seite schieben. Ja, gut. Wo ist es? Da. Guter Fort. Dann ausgerechnet hier, wo natürlich auch zerbrechliche Gegenstände sind, sind auch manchmal diese Sammelobjekte, diese speziellen. Sollte es zum Kampf kommen, könnten wir zu einer unserer Möglichkeiten, können wir dann das Licht anschalten. Diese Wesen sind lichtempfindlich. Jetzt speichere ich noch schnell. So, weiter geht's. Und reagieren auf Licht und Geräusche. Habe ich das Teil schon mitgenommen? Nee. Das versuche ich jetzt nicht umzuschubsen. Jetzt krall ich mir hier von hier. Und versuche, so vorsichtig wie möglich mich hier rauszuschleichen. Und hoffe, ich finde diesen Käfig nochmal. Ja, nicht umschubsen. Auf der anderen Seite von der Treppe. Ja, diese Heilanstalt, die spielt mit dem Verstand. Hopp. So, jetzt bin ich nämlich hier. Und da. So,
Jetzt kann ich mich verpieseln, hoffentlich. Jegliche Art von Geräuschen lässt sie natürlich aufschrecken, deswegen vermeiden wir das so gut wie es geht. Mal schauen, wie es da lang geht. Es gäbe jetzt hier auf dieser Etage auch noch ein paar Beutestücke zum Looten, aber die spare ich mir jetzt. Denn so viel, glaube ich, ist das nicht. Wer natürlich diese gern mitnehmen will, der kann sich da gerne durchprobieren. So. Wenn ihr Control, also die Steuerungstaste, gedrückt haltet, dann schleicht ihr ganz langsam und könnt ohne Geräusche, ohne große durchschleichen und an Feinden vorbei, auch nur an solchen Kreaturen. So, hier sind jetzt wieder ein paar Zellen. Warum bin ich allein? Du warst nie allein, Erin. Du hast nur nicht zugehört. Wir wollten dir helfen. Jeder Atemzug tut weh. Die Stimmen sollen aufhören. Mit den Gefangenen stimmt was nicht. Ich hätte besser sterben sollen. Sag das nicht, Erin. Oh. Okay, hier sieht man diese Kreatur. Wie kann ich atmen, wenn überall tot ist? Mal aus der Nähe. Die tun uns nichts. Die können uns nichts tun. Ich bin schon, wo es weitergeht. Erin, wo bist du? Ich bin auf der Suche nach dir. Ich versuche herauszufinden, was mit dir passiert ist. Hä? Dir, dachte ich, kann ich vertrauen. Kannst du doch. Folge mir zur Wahrheit. Ja, die versuche ich herauszufinden. Seht ihr diese Krallen? Sie verändern sich. Was ist los? Sie verdienen eine Strafe.
von den Köpfen weg! Sie ist zu wichtig, um hier zu sterben! Zu wichtig, um sterben zu dürfen. Ich frage mich, ob sie den Schmerz kennt. Sie ist unsere Zukunft! Der Northcrest-Bastard hat mich gestohlen. Kommst du mit mir, Garrett? Jemand wird sterben. Vielleicht werde ich verrückt. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Den Baron. Zurück zu Northcrest Manor. Dorthin, wo alles begann. Dorthin, wo alles begann. Zurück zum Anfang. Und damit verabschiede ich mich. Und wir sehen uns dann im nächsten Chapter. Naja, siehst du, aber alle Sammelstücke gefunden. Also bis gleich. Ciao mit V.